Nach einer langen Studienwoche ist Bergsteigen am Wochenende der ideale Ausgleich für mich. Wir als MMA-Studenten verbringen ja sehr viel Zeit vom Computer und dadurch bietet sich die Sportart Wandern sehr an, dass man ein wenig einen Ausgleich kriegt, ein paar Ideen sammelt, vielleicht auch Inspiration für sein nächstes Projekt kriegt. Und einer der Hauptgründe natürlich, dass man seinen Körper ein bisschen mehr in Schuss bringt. An einem schönen Tag wird man mit einem atemberaubenden Ausblick vom Gipfel über das Salzburger Becken belohnt. Ich bin früher lang ins Fitnessstudio gegangen. Also ich finde das Nice am Calisthenics, ist, dass man Ausdauer und Kraftsport kombinieren kann. Und es ist einfach furchtbar geil. Calisthenics kommt ja aus New York und bedeutet frei übersetzt die schöne Kraft. Man trainiert alle relevanten Körperstellen, das heißt Bauch, Beine, einen Oberkörper. Beim Calisthenics ist es eben so, dass man jeden einzelnen Muskel seines Körpers beansprucht und auch wirklich mal jeden einzelnen Muskel wirklich spürt. Mir taugt es halt einfach, dass man immer wieder neue Übungen dazu lernt. Meine Lieblingsübung ist der Muscle-Up. Es ist nicht nur für die Leute, die Muskeln aufbauen wollen, sondern es ist auch für die Leute, die Ausdauer erhöhen wollen. Und zusätzlich finde ich es auch gut beim Calisthenics, dass man eben an der frischen Luft ist. Also wir haben voll das Glück, dass wir in der Nähe von der FH in Rief einen Calisthenics Park haben. Wir haben da uns schon eine kleine Community aufgebaut und pushen uns da regelmäßig im Team. Beim Laufen gehen kann ich einfach mal abschalten. Neben der ganzen Arbeit, neben den Projekten. Selber rausgehen, mein eigenes Tempo laufen. Und ich hätte nicht gedacht, bevor ich hier in der FH bin, zum Studieren angefangen habe, dass wir so eine schöne Natur hier haben mit der Salzach. Ich gehe in den Fachbereich Audio und da fallen mir so viele Geräusche ein. Ich höre nie Musik beim Laufen gehen, weil ich einfach die ganze Zeit die Musik um mich herum habe. Das ist genial. Wir sind innerhalb kürzester Zeit zueinander geraten und haben angefangen mit Laufen gehen. Plötzlich haben die einen gesagt, hey, ich mache Calisthenics. Die anderen sagen, ich gehe klettern. Die anderen sagen, ich gehe wandern. Die machen das und das. Und so hat sich voll die Truppe schon so geschaffen. Ja, dieses kreative Bollwerk, was sich da jetzt aufgebaut hat, das durchläuft irgendwie alle Stationen und wir animieren immer mehr miteinander. Und da kommen von ganz allein kommen die Leute aufeinander zu und sagen, hey, ihr habt schon eine Gruppe und sonst was. Und das macht halt irgendwie richtig Bock, wenn man sich gegenseitig pushen kann. Und ja, ich feiere es einfach. Wenn ich Tier wäre, würde ich Meteorologie studieren. Bergwissenschaften. An einem schönen Tag ist ein atemberaubender Ausblick über das Salzburger Becken die Belohnung. Für was? Das Pudern? Pass auf. Beim Gipfel natürlich. Der Scheißdreck. Sagen wir's? Der Hund! Ja, was? Okay. Ich lauf. An einem schönen Tag ist ein grandioser Ausblick auf das Salzburger Becken. Scheißdreck.